Die Wissenschaft ist Erfahrungswissenschaft und besteht darin, eine rationelle Methode auf das sinnlich Gegebene anzuwenden. Induktion, Analyse, Vergleichung, Beobachtung, Experimentieren sind die Hauptbedingungen einer rationellen Methode. Karl Marx über die Bedeutung von Francis Bacon und die Bedeutung der modernen Naturwissenschaften. Hallo und herzlich willkommen im revolutionären 18. Jahrhundert. Hallo und herzlich willkommen bei Cogitamus. Mein Name ist André. Ihr hört den Podcast für Philosophie und Gesellschaft. Hallo auch an alle, die neu dazugekommen sind und uns zum ersten Mal hören. Wir unternehmen heute eine Zeitreise in die Geschichte und spannen einen großen Bogen von der Renaissance bis zur Französischen Revolution. Freut euch auf diese spannende Zeitreise, bevor wir eintauchen, insbesondere auch an die neuen HörerInnen. Ihr könnt uns unterstützen über PayPal, bitte lasst uns da eine Spende zukommen. Wir freuen uns über jeden kleinen Geldbetrag, der uns hilft, unseren Podcast-Host zumindest zu bezahlen. Wir wollen hiermit kein großes Geld verdienen, wir machen das größtenteils wirklich aus Neugier, aus Interesse am Leben, an der Geschichte, an Philosophie, am Denken an sich, aber wir würden gerne zumindest die Selbstkosten wieder reinholen. Dankeschön für eure Unterstützung. Ihr könnt uns auch abonnieren bei YouTube und auch bei jedem anderen gängigen Podcast-Kanal. Vor allem aber die wichtige Botschaft, empfehlt uns bitte weiter, wenn ihr Leute kennt, die sich ebenfalls für diese Themen interessieren können. Die Aufklärung hat schon in der letzten Spezialfolge mit Pierre Bell begonnen. Pierre Bell hat Philosophie und Religion, Glaube und Wissen voneinander getrennt und damit den Grundstein gelegt für die Säkularisierung quer durch Europa und er gilt als Vater der Aufklärung. Inhaltlich habt ihr es sicherlich auch schon mitbekommen, wir haben den Fokus etwas verlagert. Ging es am Anfang der Spezialfolgen mit Descartes, Spinoza und Leibniz und Anne Conway noch vor allem um die Ontologie, geht es jetzt immer mehr um die Dekonstruktion von Gott und vor allem auch um politische und gesellschaftliche Prozesse. Eigentlich hatte ich euch heute versprochen, dass wir uns mit Voltaire schon beschäftigen und schon tief in die Aufklärung eintauchen. Doch dem widmen wir uns erst in der nächsten Folge, denn das 18. Jahrhundert war historisch so bedeutsam, dass ich vorher noch eine kurze Folge zu den Paradigmenwechseln, zur Transformation der Gesellschaft, zum Umbruch, zum Wandel, zu den Veränderungen im 18. Jahrhundert und auch schon vorher einschieben möchte. Denn es fiel mir im Zuge meiner Recherchen, wie unglaublich fundamental, wie wichtig diese Geschehnisse im 18. Jahrhundert im Zeitalter der sogenannten Aufklärung für unsere heutige Denk- und Lebensweise ist. Und wir werden heute vor allem auch die Gründe für diesen Wandel kennenlernen, um uns dann in den kommenden Folgen wieder komplett auf die Philosophie konzentrieren zu können. Deshalb ist das heute eine kleine spezielle Spezialfolge, insofern, dass wir uns nicht nur auf die Philosophie konzentrieren, sondern vor allem auch um soziale Veränderungen im Hintergrund, aber vor allem auch um den Aufstieg der Naturwissenschaften kümmern. Und deshalb schauen wir heute, wie gesagt, zunächst auf den gesellschaftlichen Wandel. Was hat sich da getan? Was haben zwei Beispielbürger im 17. und im 18. Jahrhundert gedacht und getan, um eben diesen Wandel vom 17. zum 18. Jahrhundert in dieses revolutionäre 18. Jahrhundert zu demonstrieren, gibt es da zwei wunderschöne kurze Textauszüge, die das wunderschön exemplifizieren, was die Leute damals gedacht haben. Und ihr werdet riesige Unterschiede feststellen. Im zweiten Teil der Folge geht es dann wirklich um den Aufstieg der empirischen Naturwissenschaften von der Renaissance bis in das Zeitalter der Aufklärung, also bis dann ins 18. Jahrhundert. Wir begeben uns also auf eine Reise in die Vergangenheit, in die Gesellschaft und vor allem auch in die Naturwissenschaften. Zunächst ganz kurz die geschichtlichen Ereignisse im 18. Jahrhundert. Es war, wie schon erwähnt, voller Revolutionen, eine Zeit großer Veränderungen, vor allem auch geopolitischer Natur. Es gab den Siebenjährigen Krieg 1756 bis 1763, der somit als der letzte wirklich bedeutende Stellungskrieg in der Geschichte gilt. Dabei gab es dann das Mirakel von Brandenburg. Ich weiß nicht, ob ihr das schon mal gehört habt, eine sehr, sehr interessante Gegebenheit. Denn Preußen war eigentlich schon am Rande einer Niederlage im Siebenjährigen Krieg und das hätte natürlich extreme Auswirkungen gehabt. Das Deutschland, das es heute gibt und auch das Österreich, das es heute gibt, das würde wahrscheinlich nicht so aussehen, wenn damals der Siebenjährige Krieg anders verlaufen wäre. Dann hätte nämlich Österreich Preußen eingenommen, dann hätte sich Österreich bis an die Ostseeküste über Polen vorangestellt, hätte ihr Reich massiv ausgeweitet und dann würde die ganze europäische Lage heutzutage auch ganz anders aussehen. Und das Mirakel von Brandenburg hat das aber verhindert, denn die russische Kaiserin Elisabeth starb urplötzlich am Ende des Siebenjährigen Krieges oder kurz vor dem Ende und der Nachfolger Peter, der war ein großer Freund von Friedrich dem Großen und der schloss einen Friedensvertrag
mit Preußen, wodurch dann der Krieg sozusagen beendet werden konnte bei einer Art Stillstand. Bis dahin sah es eigentlich so aus, dass Russland und Österreich-Ungarn Preußen besiegen. Also ganz, ganz relevante Ereignisse. Vor dem Siebenjährigen Krieg gab es auch noch die zwei großen schlesischen Kriege. Und kurze Info am Rande, Maria Theresia, die damalige Kaiserin von Österreich-Ungarn, hat im Zuge dieser Kriege die Schulpflicht eingeführt. Also auch ein ganz, ganz wichtiges Ereignis im 18. Jahrhundert. Schließlich natürlich am Ende des 18. Jahrhunderts, 1789, die Französische Revolution, eine Zäsur in der Menschheitsgeschichte, die also nicht nur wichtig war für Kultur und Wissenschaft, aber auch für das Leben und das Denken insgesamt. Und deshalb bleiben wir auch zunächst in der Weltgeschichte und werfen einen ganz, ganz spannenden Blick auf diese extremen Veränderungen zwischen dem 17. und dem 18. Jahrhundert. Jetzt kommen diese beiden Beispielbürger, die ich euch eben schon mal kurz erwähnt hatte und angeteasert habe, denn diese beiden durchschnittlichen Personen dieser Zeit erleben völlig verschiedene Lebensumstände. Betonen müssen wir hier in dem Fall, dass ich mit Absicht nicht BeispielbürgerInnen sage, sondern wirklich nur Beispielbürger, denn Frauen hatten zu dieser Zeit, wie auch in den 2000 Jahren davor, gar keine Chance, sich zu behaupten, hatten gar keine Plattform und spielten in der Menschheitsgeschichte eigentlich fast gar keine Rolle, bis auf wenige Ausnahmen, wie eben zum Beispiel Anne Conway. Die erste Geschichte handelt von einem durchschnittlich gebildeten Bürger des Jahres 1600, also zu Beginn des 17. Jahrhunderts. Das war kurz nach der Geburt von René Descartes, zum Beispiel dem Beginn der philosophischen Neuzeit. Hört genau zu und lasst euch das auch mal auf der Zunge zergehen. Ich meine, das war gerade mal vor 400 Jahren. Ich finde, das ist schon eine überblickbare Zeitphase und das wirkt gar nicht so lange her. Also hört mal genau zu, wie abstrus das auch teilweise klingt. Ein durchschnittlich gebildeter Bürger des Jahres 1600. Er ist überzeugt, dass es schwarze Magie gibt. Er ist Engländer oder Franzose. Er hat vielleicht die Dämonologie des schottischen Königs James VI. Gelesen und daher eine Vorstellung davon, dass Hexen in der Lage sind, Unwetter hervorzurufen, die Schiffe in Seenot geraten lassen. Er glaubt zu wissen, dass Werwölfe hauptsächlich in Belgien beheimatet sind. Unser Beispielbürger ist zudem ohne Zweifel darüber, dass Mäuse in Strohhaufen entstehen. Das heißt, es reicht, einen Strohhaufen zu haben, dann sind da auch Mäuse. Er kennt einige Namen zeitgenössischer Magier, zum Beispiel John Dee oder Agrippa von Nettesheim, dessen schwarzer Hund angeblich ein Dämon in Tierform war. Er hat, vielleicht in einer Wunderkammer oder in einem kuriosen Kabinett, das Horn eines Einhorns gesehen, aber nie ein wirkliches Einhorn. Er ist überzeugt, dass ein Mensch, der erstochen wurde, in Gegenwart des Mörders erneut zu bluten beginnt. Er glaubt, dass es eine Salbe gibt, die, sobald man sie auf den Dolch streicht, der die tödliche Wunde verursacht hat, auch die Wunde wieder heilen kann. Er glaubt, dass sich von der Form, Farbe und Textur einer Pflanze auf ihre medizinischen Wirkungen schließen lässt. Er ist ziemlich sicher, dass man unedles Metall in Gold verwandeln kann. Er glaubt, dass es in der Natur kein Vakuum geben kann. Das ist eine alte Lehre übrigens des Aristoteles, die damals noch als Gemeingut galt. Also kein Vakuum möglich. Er meint, dass man mit Träumen die Zukunft vorhersagen kann. Natürlich glaubt er, dass die Erde im Kosmos ruht und sich die Sonne und die Planeten um sie drehen. Er hat zwar schon von Kopernikus gehört, ist aber sicher, dass dessen heliozentrisches Weltbild eher metaphorisch gemeint war. Er glaubt zwar an Astrologie, hat aber keine Ahnung von seiner exakten Geburtsstunde. Er ist überzeugt, dass Aristoteles der größte Philosoph, Plinius der Ältere der beste Naturwissenschaftler und Ptolemäus der beste Astronom war. Er besitzt in etwa ein Dutzend Bücher. Wow, unglaublich, das ist gerade mal 400 her zu Beginn des Jahres 1600. Nun der völlige Kontrast. Im Gegensatz dazu der Sprung 133 Jahre später ins 18. Jahrhundert, die zweite Geschichte. Hört euch auch diesen durchschnittlichen Bürger des Jahres 1733 an. Dieser hat voraussichtlich schon einmal durch ein Teleskop oder ein Mikroskop geschaut. Er besitzt eine Pendeluhr und ein Barometer. Und er weiß, dass ein Quecksilberbarometer nur funktioniert, weil es ein Vakuum am oberen Ende der Röhre enthält. Er kennt niemanden in seinem näheren Bekanntenkreis, der noch ernsthaft an Hexen, Werwölfe, Magie, Alchemie oder Astrologie glaubt. Er ist sich sicher, dass Einhörner nur in Mythen existieren. Er glaubt nicht, dass die Form oder Farbe einer Pflanze irgendwas über ihre Wirkung aussagt. Er glaubt auch nicht, dass mit dem freien Auge sichtbare Wesen aus sich selbst entstehen können. Das heißt, ein Haufen Stroh
generiert keine Mäuse. Selbst Fliegen pflanzen sich fort und entstehen aus Eiern und Larven. Er glaubt auch nicht, dass eine Waffensalbe existiert oder dass Leichen in Gegenwart ihrer Mörder erneut zu bluten beginnen. Wie alle gebildeten Menschen in protestantischen Ländern ist er überzeugt, dass sich die Erde um die Sonne bewegt. Witziger Nebenaspekt ist hier, dass extra betont wird, in protestantischen Ländern und nicht in katholischen Ländern. Die katholische Kirche hatte ja damit noch lange Zeit ihre Probleme. Er weiß, dass ein Regenbogen aus Lichtbrechungen in Wasserpartikeln entsteht und dass Kometen nicht unser Weltgeschehen kommentieren. Er ist sich ziemlich sicher, dass sich die Zukunft nicht voraussehen lässt. Er weiß, dass das Herz eine Pumpe ist und er hat schon einmal eine Dampfmaschine gesehen. Er ist überzeugt, dass die Naturwissenschaften oder zur damaligen Zeit eher noch Naturphilosophie die Welt zum Besseren verändert und dass moderne Forscher den antiken Gelehrten aufgrund ihrer experimentellen Vorgangsweise überlegen sind. Er hält John Locke für den größten Philosophen und Isaac Newton für den paradigmatischen Naturwissenschaftler. Er besitzt ein paar hundert, vielleicht sogar einige tausend Bücher. Natürlich muss man das Ganze auch ein bisschen mit Vorsicht genießen, denn auch hier sprechen wir dann wahrscheinlich über einen sehr privilegierten, hochgebildeten und eher wohlhabenden Bürger seiner Zeit, denn viele tausend Bücher konnte sich wahrscheinlich der gewöhnliche Bauer und vor allem auch die gewöhnliche Bäuerin nicht leisten. Aber das, was wir hier eigentlich aussagen, ist einfach nur wow. Die Implikationen dieser beiden Geschichten sind nämlich ziemlich eindeutig und von so signifikantem Unterschied, denn wir würden uns ganz klar eher mit dem Typen, mit dem Mann aus 1733 verbinden. Wir können uns ganz, ganz klar assoziieren mit ihm und erkennen ganz, ganz klare Gemeinsamkeiten mit dem Typen von 1733, während wir mit dem von 1600 fast nichts gemein haben. Und das ist so paradigmatisch eben für diesen krassen Unterschied, für diesen krassen Wandel, diesen krassen Umbruch zwischen 1600 und 1700, zwischen dem 17. und dem 18. Jahrhundert. Was waren die Implikationen? Abkehr vom Aberglauben, von Mythen, von fiktiven Figuren. Es gab damals wirklich auch noch Schuldsprüche für Hexen. Also zwischen 1680 bis 1700 wurden noch Zauberer oder Hexen verbrannt. Das muss man sich alles mal kurz verinnerlichen. Alles, was für uns heute völliger Standard ist, wurde in diesem revolutionären Epochenwechsel erst geschaffen. Außerdem ist es auch nicht verwunderlich, dass es atheistische Tendenzen gibt. Letztes Mal hatten wir schon Pierre Bell, der als Atheist gilt, und für die Säkularisierung eingestanden hat, Glaube und Wissen getrennt hat und keine Entschuldigung von Gott in der Theodizee-Frage akzeptieren wollte. Also diese Säkularisierung ist hier nämlich auch ein ganz, 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 ganz wichtiger Punkt, auf den kommen wir auf jeden Fall irgendwann demnächst nochmal zurück. Ganz wichtige weitere Implikation, Informationen. Also damals entstanden auch die ersten wissenschaftlichen und literarischen Zeitschriften. Da hatten wir auch Pierre Bell letztes Mal als den Herausgeber und wichtigsten Beiträger der Zeitschrift namens Nachrichten aus der Gelehrtenrepublik. Also auch Pierre Bell verkörperte schon einen neuen Typus des Wissenschaftsjournalisten. Das entstand damals alles erst. Bis dahin konnte ein durchschnittlicher Bürger im 17. Jahrhundert gar nicht so viele wissenschaftliche Erkenntnisse generieren, einfach weil es zu wenig Informationsweitergabe gab. Das entstand dann alles erst. Frauen, das ist der krasse negative Aspekt, kommen in diesen Geschichten nicht vor, wie schon erwähnt, denn sie waren nicht anwesend. Nach einer Schätzung konnte in den höheren Schichten Englands um 1700 kaum eine Dame von 1000 lesen und schreiben. Also weniger als eine Dame im Schnitt von 1000 konnte überhaupt lesen und schreiben. Also das, was wir gerade erwähnt haben, das muss man sich immer in Erinnerung rufen. Wir sprechen oft nicht von der Menschheitsgeschichte, sondern von der Männergeschichte. Und auch hier ist es so, die beiden Beispielbürger sind klar männlicher Natur. Wenn wir sagen, dass der Mann aus 1733 100 oder sogar 1000 Bücher besitzt, ja, dann gilt das nur für ihn. Für eine Frau in dem gleichen Zeitalter galt das nicht. Was waren weitere gesellschaftliche Veränderungen zu der Zeit? Nur ganz kurz im Schnelldurchlauf. Das Rittertum wurde durch das Schießpulver ersetzt. Aufkommen des Bürgertums, also quasi diese klassische Mittelschicht, die sich nach oben zum Adel abgrenzt, aber auch nach unten zu den unfreien Bauern. Das Aufstreben der Städte und ganz, ganz wichtige Entdeckungen wie der Kompass, der dann auch dazu führte, dass neue Handelswege erschlossen wurden und darauf aufbauend frühkapitalistische Produktionsweisen herrschen. Also in dieser Zeit hat sich ganz, ganz viel verändert. Und der wichtigste Punkt ist aber, jetzt auch für die weitere Cogitamus-Folge, in der wir gerade stecken, ist der Positivismus, der Glaube an empirische Naturwissenschaften. An Naturwissenschaften, die über prüfbare Befunde Wissen generieren
und auf einer natürlichen Skepsis aufbauen. Das hatten wir auch schon bei Descartes, dieser Skeptizismus, dieser natürliche Zweifel an allem und das kritische Hinterfragen und vor allem das Beobachten und das Experimentieren und das Verifizieren. Da sprechen wir dann gleich vor allem ausführlich drüber. Also man sieht auch diesen ganz, ganz starken Forschungsdrang und damit kommen wir jetzt auch zu den Naturwissenschaften. Also was haben wir bisher gesehen? Wir haben diesen krassen gesellschaftlichen Wandel gesehen, Bürgertum und es gab keine Feudalherrschaft mehr, es gab keine Ritter mehr, die Städte wurden immer stärker, es gab Informationsweitergabe, es gab Zeitschriften, es hat sich einfach so radikal massiv viel auch gesellschaftlich, sozial einfach verändert. Es herrschte kein Aberglauben mehr, kein Mythos, keine fiktiven Figuren, daran glaubte man einfach nicht mehr. Und die Kirche verschwand immer mehr aus dem Alltag und vor allem auch aus der politischen Strategie der Länder. Wir kommen zu den Naturwissenschaften, eigentlich mit auch eines meiner Steckenpferde. Ich habe mich mein ganzes Leben schon mit Naturwissenschaften beschäftigt. Astronomie ist ein ganz, ganz großes Interessensgebiet. Als Ingenieur habe ich mich natürlich auch schon immer für Physik interessiert. Also diese ganze Thematik der Naturwissenschaften war für mich auch schon immer höchst faszinierend. Und vor allem in diesem Zeitraum, ja, zwischen, ich sag mal, 1500 bis 1800, ja, von der Renaissance bis in die Neuzeit zur Aufklärung, gab es einfach eine so massive Vielzahl an wichtigen WissenschaftlerInnen, nein, an Wissenschaftlern, das muss man hier auch wieder betonen. Und vor allem gab es eine Vielzahl an wichtiger Entdeckungen und Erfindungen und mathematischen Formeln, die in dieser Zeit entstanden, dass ich das alles auf jeden Fall noch in diese Folge packen wollte, in eine kleine Zwischenfolge, die sich weniger mit Philosophie beschäftigt, sondern mehr mit den Hintergründen der damaligen Zeit, damit wir uns in den nächsten beiden Folgen dann komplett auf Voltaire und die Aufklärung stützen können. Naturwissenschaft. Wir schauen jetzt auf die wissenschaftliche Revolution und gehen chronologisch von der Renaissance nach vorne. Denn schon seit der Renaissance, die ihre Blütezeit vor allem im 16. Jahrhundert hatte, waren die Naturwissenschaften auf dem Vormarsch. Wir nennen als erstes Kopernikus. Kopernikus lebte 1460 bis 1530 und er hat natürlich ganz, ganz stark das heliozentrische Weltbild geprägt. Es gab schon Aristarch, einen antiken Gelehrten, der auch schon das heliozentrische Weltbild prägte und das auch schon genannt hat als eine theoretische Option. Dann waren aber diese Gedanken für 1500 Jahre sozusagen verschwunden und Kopernikus hat das wieder hervorgeholt und hat das heliozentrische Weltbild postuliert. Darauf aufbauend hat dann auch Giordano Bruno seine Theorie von der Unendlichkeit des Universums ausgeführt. Wir hatten auch schon mal eine Spezialfolge zu Giordano Bruno, die kann ich an dieser Stelle nur empfehlen, ist bei YouTube auch die meistgehörte Folge. Die Zweifel an dogmatischen Theorien und vor allem auch an religiösen Theorien, diese natürliche Skepsis, von der ich gerade schon gesprochen habe, der wurde eben immer stärker. Gerade in der Kosmologie, vorher herrschte eben dieses aristotelisch-ptolemäische Weltbild, wo die Fixsternsphäre das Universum abschließt, das Universum ist endlich, die Fixsterne haften wie kleine Einstecklöcher an einer Kugel und sind immer wirklich fix. Die bewegen sich nicht, die Erde steht im Zentrum. Das war das kosmologische Weltbild bis dahin. Und dann kamen Kopernikus und Giordano Bruno und schon war die Erde nur noch eine von vielen Planeten in einem unendlichen Universum. Ein polyzentristisches Weltbild. Welch ein Paradigmenwechsel zur damaligen Zeit, der natürlich auch zu einem massiven Streit mit der katholischen Kirche führte und dann eben auch dazu führte, dass Giordano Bruno im Jahre genau 1600 auf dem Campo de Fiori in Rom verbrannt wurde. Wir sprechen also über die Renaissance, die Wiedergeburt, eine Wiederbelebung des antiken Humanismus, die Würde des Einzelnen tritt immer weiter in den Vordergrund, vorwiegend eher eine literarische und künstlerische Phase, aber vor allem auch eine wissenschaftliche Phase. Dabei spricht man dann aber auch bei der Renaissance nicht wirklich von einem Neubeginn, sondern wirklich nur von einer Wiederentdeckung der Geisteswissenschaften, vor allem auch der Philologie und der antiken Literatur. Da wurden dann sozusagen die Grundlagen der Intellektualität geschaffen. Doch nicht nur das, auch ein ausgiebiger Entdeckergeist prägte diese Zeit. Und so wurden auch die drei wichtigsten Objekte entdeckt, die das Leben fortan massiv prägten. Da reden wir erstens von dem Kompass, der eben dafür sorgte, dass auch Christoph Kolumbus dann nach Indien reisen wollte und dabei dann Amerika fand. Da sprechen wir dann von weiteren Weltumsegelungen, die natürlich extrem starke neue Handelswege erschlossen haben. Zweite wichtigste Entdeckung, der Buchdruck.
Johannes Gutenberg entdeckt um 1440 den Buchdruck. Das führte natürlich auch dazu, dass man Bücher verbreiten konnte. Stichwort Informationsweitergabe und Wissenschaftsjournalismus. Und dritter Punkt wurde eben schon mal kurz erwähnt, das Schießpulver. Zur damaligen Zeit, ihr kennt es alle, Mittelalter, da gab es die Ritter, die kämpften mit Schwertern, da wurde das Schießpulver entdeckt und auf einmal waren Ritter deutlich weniger wert, weil man sie einfach aus einer viel, viel weiteren Distanz erschießen konnte. Also das Schießpulver war der dritte wichtigste Entdeckungsstrang. Kompass, Buchdruck und Schießpulver sorgten also für eine massive Veränderung. Zur damaligen Zeit, weitere Namen, lebten auch Francis Bacon. Um den soll es gleich noch dezidiert gehen. Aber auch Galileo Galilei und Johannes Kepler, die lebten im 16. und 17. Jahrhundert ungefähr zur gleichen Zeit wie René Descartes, der ja bekanntlich 1598 geboren wurde und waren auch mitverantwortlich für den Aufstieg der Naturwissenschaften. Bei Johannes Kepler denken wir natürlich an die drei Keplerschen Gesetze. Er hat auch entdeckt, dass die Planetenbahnen keine Kreise sind, sondern Ellipsen. Bei Galilei sprechen wir auch über eine Vielzahl von Entdeckungen, vor allem reden wir da auch von den vier größten Jupitermonden, den galileischen Monden, die er im ausgehenden 16. Jahrhundert entdeckt hat. Übrigens, drei der vier Jupitermonde überzieht eine dicke Eisschicht, unter der flüssiges Wasser vermutet wird. Kurzer Exkurs, eine aktuelle Weltraummission namens JUICE von der ESA, also der European Space Agency, die vor wenigen Tagen am 13. April 2023 startete, also vor ungefähr einer Woche, untersucht diese Monde und soll also das flüssige Wasser untersuchen, ob es da wirklich flüssiges Wasser gibt. Also super faszinierend. Die Ergebnisse werden aber auf sich warten lassen, denn diese Sonde, die gerade erst gestartet ist, wird erst 2031 den Jupiter und die vier galileischen Monde erreichen. Diese Ausmaße des Universums bleiben auch weiterhin ein riesiges Faszinosum. Also Erfindungen, Entdeckungen substituieren nach und nach religiöse Erklärungsversuche. Wir sprechen auch vom Aufstieg des Empirismus, vom Wissen auf Basis sinnlicher Wahrnehmung und folglich einer Formalisierung und einer Mathematisierung, die es bis dahin noch gar nicht gab. Und damit kommen wir zu Francis Bacon. Um zumindest noch ein wenig Philosophie in dieser Folge zu haben, begutachten wir Francis Bacon etwas detaillierter. Denn Francis Bacon gilt in gewisser Weise als geistiger Begründer der modernen Naturwissenschaften. Und das dann auch schon weit vor dem 18. Jahrhundert. Also bei Francis Bacon, da reden wir zur ähnlichen Zeit wie bei Galilei und Kepler und auch Giordano Bruno von eben dem Zeitraum um 1600. Also wirklich Renaissance zwischen 16. und 17. Jahrhundert. Karl Marx sagt, Francis Bacon war der wahre Stammvater aller modernen experimentierenden Wissenschaft. Francis Bacon hat quasi die philosophischen Grundlagen für diese neuen Wissenschaften geschaffen und ein Tor zu einer neuen geistigen Welt eröffnet. Francis Bacon wird 1561 in London geboren und stirbt auch eben dort 1626. Er wird also 65 Jahre alt. Ihr merkt schon, wir sprechen hier eben genau von der Zeit auch von Giordano Bruno. Witzig ist, obwohl er zur gleichen Zeit lebte wie viele andere, hat er eigentlich seine Theorien weitgehend unabhängig von diesen anderen Personen geschaffen. Das ist ganz spannend. Also dadurch, dass er natürlich auch in England lebte, da gab es nicht so einen regen Austausch mit Kontinentaleuropa. Aber das ist immer wieder interessant, dass viele Theorien in der Menschheit bzw. in der Männergeschichte gleichzeitig an verschiedenen Orten stattfanden. Das ist auch Thema unzähliger Forschungen und das ist wirklich spannend. Francis Bacon hatte hochgebildete Eltern, er ging mit 13 schon aufs Trinity College in Cambridge, verließ das aber nach 3 Jahren schon wieder mit 16, weil er eben die aristotelische Lehre für fruchtlos erachtete. Er setzte dann 1576 sein Studium in Paris fort, wendete sich aber zunächst der Staatslehre und der Juristerei zu, er wurde dann Jurist, um Geld zu verdienen unter Jakob I., das war der damalige König von England, der Nachfolger, könnt ihr euch ein bisschen vorstellen, von Queen Elizabeth I. Und unter diesem König wurde er dann Kronadvokat. Später bekam er dann so coole Titel wie Lordkanzler oder Baron von Verulam oder Viscount of St. Albans. Und sein Sekretär übrigens, witzige Anekdote am Rande, war Thomas Hobbes. Wegen eines scheinbaren Bestechungsskandals wurde er dann verurteilt. Das ist ganz interessant und da tauchen wir kurz in die englische Politik ein,
Denn das war eigentlich mehr ein Scheinprozess. Zur damaligen Zeit galt das Ganze als Prolog der Revolution in England. Ihr müsst wissen, in England herrschte ja monarchistische Zustände, das heißt, es gab den König und es kam aber auch zu einem aufstrebenden Parlament. Und das führte dann natürlich zu diesem Widerstreit zwischen Parlament und König. Wer hat mehr Macht? Wer hat mehr politische Gestaltungsmöglichkeiten? Und im Zuge dieses Streites gab es dann sogar auch einen englischen Bürgerkrieg. Und dann gibt es in der Folge dessen die Glorious Revolution 1688. Also da sprechen wir dann schon von deutlich 60 Jahren, nachdem Francis Bacon gestorben ist. Aber schon Anfang des 17. Jahrhunderts, also 1610, gab es dann eben bei Francis Bacon diesen Scheinprozess. Und er wurde dann eben verurteilt, weil er quasi auf Seiten des Königs stand und nicht auf Seiten des Parlaments. Also einfach nur, das muss man wieder so ein bisschen verorten in diesem historischen Kontext Englands des 17. Jahrhunderts, wo es eben diese Revolutionen gab. Und am Ende der Glorious Revolution gab es dann die Bill of Rights. Kennt ihr auch alle. Damit wurde eben die absolute königliche Macht beschränkt. Es gab mehr Verantwortung und Kraft für das Parlament, was dann in der Folge liberale Verhältnisse und religiöse Toleranz garantiert. Das nur mal am Rande zur Geschichte und auch zur Person von Francis Bacon. Was macht ihn nun aus philosophischer und wissenschaftlicher Sicht so bedeutend? Das Ganze bereits am Ende des 16. Jahrhunderts, also 200 Jahre vor der Französischen Revolution. Seine beiden Hauptwerke seien nur kurz erwähnt, über die Würde und den Fortgang der Wissenschaft, das erste Hauptwerk und das zweite Hauptwerk Novum Organum Scientiarum, Prinzipien der Methodenlehre der Wissenschaften. Francis Bacon brach radikal mit der Scholastik und mit dem Aristotelismus. Er meinte, diese sei zu beschränkt auf subtile Intellektualität. Sie habe, O-Ton Francis Bacon, keinen einzigen Erfinder hervorgebracht. Er erforderte eine Kunst der Erfindung und wollte die Wissenschaften erneuern, weniger in der Theorie verankert, mehr praktisch und vor allem zielführend für das unmittelbare menschliche Leben. Kurze Erinnerung, die Scholastik ging eben im Mittelalter von religiösen Prämissen aus und versuchte mit der Logik, also in ganz aristotelischem Sinne, Erkenntnisse zu generieren. Experimente spielten da noch keine Rolle. Wir erinnern uns an Thomas von Aquin, der immer Prämissen hergenommen hat und die dann versucht hat zu diskutieren und versucht hat mit der Logik auf quasi neue Erkenntnisse zu kommen oder sich über Dinge Gedanken zu machen, aber rein in der Theorie, ohne etwas für die Praxis wirklich zu schaffen. Ganz wichtiger Punkt bei Francis Bacon, er veränderte die Auffassung zur Natur. Der Hauptzweck nach Francis Bacon, und jetzt hört gut hin, denn das ist ein ganz, ganz wichtiger Punkt, ist die rationale Beherrschung der Natur. Mit all den Vorteilen, die das gebracht hat, ich meine, der Fortschritt der Menschheitsgeschichte war nicht nur negativ, aber natürlich auch mit allen Nachteilen, Schwierigkeiten und Gefahren. Rationale Beherrschung der Natur heißt auch Ressourcenausbeutung, heißt Klimakrise, heißt Umweltzerstörung, heißt Entwicklung der Atombombe. Also die Natur ist nach Francis Bacon materialistisch mit gesetzmäßigen Bewegungen. Um sich die Natur anzueignen, sollen Erkenntnisse über sie geschaffen werden, aber das Ganze weitgehend ohne aristotelische Logik, weniger durch eingerahmtes Denken, sondern mehr durch eine Hinwendung zur Natur. Wichtig ist vor allem auch, dass Francis Bacon keinen Telos gesehen hat, keinen Zweck in der Natur. Das, was wir ja mit dem Vitalismus auch bei Anne Conway hatten oder mit dieser Teleologie bei Aristoteles, das sieht Francis Bacon nicht. Er spricht nicht von einer Zielgerichtetheit der Natur, sondern legt seinen Fokus auf Kausalität, auf physikalische Gesetze. Er versucht quasi nicht zu erklären, warum das alles passiert ist, sondern er möchte mehr erklären, so wie wir es heute auch ganz im wissenschaftlichen Sinne kennen, zu erklären, wie das passiert, durch welche Methoden, durch welche Kausalitäten, durch welche Gesetze. Da muss man aber die Frage stellen, Erkenntnis ohne Logik, wie soll denn das funktionieren? Und da sind wir bei dem wichtigsten Punkt, weshalb Francis Bacon auch mit als der Urvater des Empirismus gilt. Denn er sagt, Erkenntnis soll vorwiegend durch sinnliche Erfahrung erzeugt werden. Genaue Beobachtung der Dinge und ihrer Bewegung führt zur Begriffsbildung, um die Natur zu abstrahieren. Aus Beobachtung und Experimenten werden Fakten induziert und mittels logischer Prozeduren, Gesetze und Theorien abgeleitet. Hier widerspricht er sich dann insofern ein bisschen, indem er zunächst also sagt, er möchte eigentlich möglichst wenig aristotelische Logik verwenden, er benötigt sie aber doch und er beschreibt das sogar auch selber.
Er sagt dann, so geht es abwechselnd bergauf und bergab von den Grundsätzen zum Tun und von Tun zu den Grundsätzen. Er spricht also hier von Induktion und Deduktion, von den zwei wichtigsten logischen Prozeduren, die man also machen kann, um von einem Einzelfall auf einen Allgemeinfall zu schließen. Das ist die Induktion. Und aber auch, um von einem Allgemeinfall auf Einzelfälle zu schließen. Das ist die Deduktion. Und Francis Bacon gibt das sogar selber zu, denn ganz spannend sagt er, denn die Sinne für sich allein sind ein gar schwaches und Irrtum gebundenes Ding. Da sind wir vor allem auch bei Descartes, der ja auch den Erkenntnisgewinn der Sinne, den Erkenntnisgewinn durch die Erfahrung ja massiv kritisiert hat und angezweifelt hat. Und vor allem sind wir da auch bei der kopernikanischen Wende. Noch so ein Stichwort. Wir hatten ja vorhin schon Kopernikus. Und Kopernikus sagte ja, das heliozentrische Weltbild existiert. Die Erde dreht sich um die Sonne und es ist nicht so. Es ist eben nicht so, wie wir sehen. Denn wir stehen auf der Erde und wir sehen, die Sonne dreht sich um uns herum am Himmel. Und aber Kopernikus, und da, deshalb spricht man dann von kopernikanischer Wende, der sagte eben, es ist nicht so, wie wir es sehen. Und das ist nämlich ganz spannend. Hier bei Francis Bacon, da werden eben diese beiden Erkenntnismethoden, Rationalismus und Empirismus, die kommen hier genau in diesen Widerstreit. Und einerseits braucht man eben den Empirismus, um vor allem diese logischen, dogmatischen, auch religiösen Argumentationen so ein bisschen durch Experimente zu verifizieren oder zu falsifizieren. Also Empirismus ist ganz wichtig, aber andererseits kann man auch nicht nur auf die Sinne vertrauen. So wie Descartes auch gesagt hat, wir könnten auch träumen. So wie Kopernikus sagt, wir sehen zwar, dass sich die Sonne um die Erde bewegt, dass die Sonne sich am Himmel dreht, aber nein, eigentlich drehen wir uns als Erde selber. Also diese kopernikanische Wende, dieser Empirismus, dieser Rationalismus, das sind hier ganz, 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 ganz wichtige Punkte. Und vor allem später dreht sich ja diese empirische Grundlage auch noch weiter um. Denn im 20. Jahrhundert, wenn wir jetzt in die Moderne gehen und uns die Quantenphysik anschauen, da sind Beobachtung und Experiment auch keine sichere Grundlage mehr. Also da geht es dann auch vermehrt um unbeobachtbare, nicht sichtbare Objekte auf atomarer, Mikro- oder Nano- oder dann eben auf Quantenebene. Also auch da wird dann wieder versucht eigentlich, die experimentelle Naturwissenschaft auszuhebeln und es wird dann eigentlich doch wieder versucht, mehr auf Logik und Vernunft zu bauen. Also dieser, ich möchte es eigentlich ungern Widerstreit nennen zwischen Rationalismus und Empirismus, dieses Spannungsfeld, das wird hier ganz, ganz deutlich und eigentlich müssten sich alle klar sein, dass man beides braucht und Francis Bacon braucht ja auch beides und das gibt er ja auch selber zu, wobei er sich eigentlich stark gegen den Aristotelismus und die Logik wendet. Also das ist hier ein ganz, ganz wichtiger Punkt, das ist ganz, ganz spannend. Wichtig ist aber für uns, die empirische Naturwissenschaft wurde hier sozusagen begründet. Auch Galilei hat später viele Experimente zum freien Fall gemacht. Und Francis Bacon hat also die philosophischen Grundlagen dafür gelegt, dass es weniger um die Theorie gehen soll, sondern mehr um die Praxis und vor allem auch um die Beobachtung. Francis Bacon möchte also eine Methode entwickeln, um die Natur ähnlich eines Werkzeuges zu analysieren und quasi zu bearbeiten, um die Natur zu zerschneiden, zu zerlegen. Nicht bloß in Naturbeobachtung, so wie es in der Antike war, sondern auch Analyse. Und das mittels des Experiments als Quelle der Erkenntnis, als Element der Praxis. Von Francis Bacon überliefert ist auch der bekannte Ausspruch, Wissen ist Macht. Also diese epistemische Machtbasis. Wir hatten ja auch schon mal hier bei Cogitamus über die Machtbasentheorie gesprochen. Da ging es ganz grob darum, dass es verschiedene Ausprägungen von Machtfeldern gibt. Also zum Beispiel eben Macht auf der Basis von Wissen. Zum Beispiel in den Universitäten, dass da sehr, sehr viele Menschen Professoren sind und das sind eben männliche Professoren. Oder vorhin hatten wir auch das Beispiel. Der männliche Bürger um 1700 hatte eben 1000 Bücher, während die weibliche Bürgerin ja nicht lesen konnte. Also das ist auch Wissen durch Macht, diese epistemische Machtbasis, dieser Spruch geht auf Francis Bacon zurück. Letzter wichtiger Punkt bei Francis Bacon ist auch die Kritik am Verharren an festgefahrenen Ansichten. Also im Novum Organum, in seinem zweiten Hauptwerk, da spricht er von der Lehre der Trugbilder. Da schreibt er von der Kritik an Idolen. Und er nennt zum Beispiel auch Idole des Stammes, die müssen hinterfragt werden. Damit meint er sozusagen menschliche Neigungen wie das Erkennen von großen Ordnungen in der Natur. Das hatten wir vorhin schon mal kurz angesprochen, denn
Francis Bacon geht ja eben nicht davon aus, dass es einen Telos in der Welt gibt, dass es eine Schöpfung gibt, einen naturgerichteten Zweck. Davon geht er nicht aus. Denn die Menschen streben seiner Meinung nach auch viel zu sehr nach einer Erklärung für diese letzten Ursachen. Nach Francis Bacon sollte man sich auf mittlere Prinzipien beschränken, die für den Menschen einsichtbar sind, die für den Menschen behandelbar sind, wie eben kleinere Experimente, um daraus mathematisierte, formalisierte Regeln und Kausalitätsgesetze aufzustellen. So viel erstmal zu Francis Bacon. Wir kommen nachher auch noch im Abschluss zu einer kleinen Würdigung. Noch zwei Namen, die ich euch mitgeben möchte beim Aufstieg der Naturwissenschaften zwischen Renaissance und Aufklärung. Und ein Name ist, den kennt ihr alle aus der Schule, Sir Isaac Newton. Isaac Newton lebt 1643 bis 1727 und wir kennen ihn alle aus der Schule, aus der Physik. Er hat die Grundgesetze der Mechanik und der Bewegung aufgestellt. Die drei Newtonschen Gesetze kennen wir alle. Trägheitsgesetz, Aktion gleich Reaktion. Er hatte auch wichtige Erkenntnisse in der Optik und in der Gravitationskraft. Und er ist ein perfektes Beispiel für die Naturwissenschaften im 17. Jahrhundert, die eben auf den philosophischen Grundlagen von Francis Bacon beruhen. Denn Isaac Newton nutzt Beobachtungen, Mathematik, Vereinheitlichung, Induktionen und schafft daraus physikalische Gesetzmäßigkeiten. Die Begriffe Masse und Kraft werden erst durch ihn definiert. Er formuliert also den wissenschaftlichen Gegenstandsbereich. Er hat elegante Prinzipien über die Mechanik geschaffen und hat dann auch versucht, dieses mechanistische Modell auf die Natur des Menschen zu übertragen. Also da geht es dann auch vor allem um die Entwicklung der Psychologie ganz, ganz stark. Also die Entwicklung auch des menschlichen Wissens sollte eben nicht mehr auf theologischen Dingen beruhen, so wie wir es auch ja bei Leibniz hatten. Seine beseelten Monaden, die von Gott geprägt sind, die sind dafür verantwortlich, dass auch der Mensch zu einem allumfassenden Wissen in der Lage ist. Davon reden wir hier bei Isaac Newton und davon reden wir auch im Zeitalter der Aufklärung eigentlich schon gar nicht mehr. Denn da reden wir eigentlich davon, dass auch das menschliche Wissen auf natürlichen Faktoren beruht. So wie das Universum aus eigenen Gesetzen besteht, die unabhängig sind, vor allem unabhängig von Gott sind, so ist auch der Mensch aufgebaut auf physikalischen Gesetzmäßigkeiten und unabhängig von externen theologischen Faktoren. Der letzte Name, bevor wir zum Abschluss kommen, und der Name ist vielleicht ein bisschen weniger bekannt, ist Carl von Linné. Der lebte dann schon klar im 18. Jahrhundert, 1707 bis 1778, war ein schwedischer Naturforscher, der die Grundlagen der modernen Taxonomie im Flora- und Fauna-Bereich legte. Was heißt das genau? Wir kennen ja, auch wahrscheinlich aus dem Biologieunterricht oder wenn wir mal in einem naturhistorischen Museum sind, kennen wir ja die Bezeichnungen von Pflanzen oder Tieren, die lateinischen Bezeichnungen. Und da gibt es dann immer zwei Begriffe, die das sozusagen definieren. Das ist einmal Name der Gattung und der Name der Art. Und das beides ergibt den Namen der Spezies. Zum Beispiel Homo sapiens. Da ist die Gattung Homo und die Art ist Sapiens und das ist unsere Spezies Homo sapiens. Und auf Carl von Linné geht genau diese Nomenklatur zurück. Die wird Binom genannt. Binom, also bestehend aus zwei Begriffen. Einmal Name der Gattung und Name der Art. Wieso erzähle ich das? Wieso möchte ich das jetzt noch mit anbringen, kurz vor Ende dieser Folge? Weil diese Kategorisierungen, ja, diese Einordnungen in Schubladen, die beginnen eben auch zu dieser Zeit. Was dann eben auch all diese sozialen Verwerfungen mit sich führt, wie Rassismus und gerade auch heutzutage identitätspolitische Debatten über Geschlechterkategorien oder irgendwas. Diese Kategorisierungen, die beginnen auch unter anderem zur damaligen Zeit. Das soll es gewesen sein. Ich wiederhole noch einmal ganz kurz chronologisch, welche Namen wir besprochen haben, damit ihr nochmal einen Überblick erhaltet. Also, wir hatten natürlich Aristoteles, ganz klar in der Antike. Und dann haben wir uns folgende Personen angeschaut. Wir hatten Kopernikus um 1500 herum. Da hatten wir das heliozentrische Weltbild, die kopernikanische Wende. Wir hatten Johannes Kepler dann im ausgehenden 16. Jahrhundert. Wir hatten Galilei um 1600 herum. Wir hatten Giordano Bruno um 1600 herum. Wir hatten uns ausführlich mit Francis Bacon beschäftigt um 1600 herum. Den werden wir auch gleich nochmal würdigen. Wir haben natürlich René Descartes um 1600 herum. All diese Personen sind im Prinzip
die wichtigsten Vertreter der Renaissance beziehungsweise dann der aufkommenden Neuzeit. Also die wichtigsten Vertreter und dann erst folgend. Dann kommen Spinoza, Leibniz und Conway, Pierre Bell, dann als Urvater der Aufklärung, Isaac Newton auf naturwissenschaftlicher Seite, Carl von Linné und erst dann kommen wir auch zu Kant und Voltaire. Also wir haben jetzt quasi nochmal einen kleinen Schritt zurückgemacht, den Aufstieg der Naturwissenschaften beschrieben und vor allem auch, erinnert euch nochmal an die beiden Beispielbürger vom Anfang. Dieser krasse gesellschaftliche Wandel, was da alles passiert ist zwischen 1600 und 1700, ist unglaublich. Also was quasi passiert ist zwischen Carl von Linné 1733 und vorher Giordano Bruno um 1600, ist einfach eine so radikale Veränderung in der Menschheitsgeschichte oder eben in der Männergeschichte, dass ich diese hier in dieser separaten Folge euch unbedingt darstellen wollte. Das ist höchst faszinierend und interessant. Und das soll es dann in gewisser Weise auch schon gewesen sein mit dieser Folge, die einen etwas anderen Blickwinkel eingenommen hat als die bisherigen Folgen. Bisher hatten wir eben deutlich mehr Philosophie und auch Ontologie und auch Theologie und Theodizee, also wichtige philosophische Fragestellungen. Dieses Mal sollte es mehr um Gesellschaft gehen und Naturwissenschaft. Und wir werden jetzt nochmal Francis Bacon ein bisschen würdigen und auch noch ein paar kritische Punkte nennen. Die Naturwissenschaften sollten nochmal betont werden als ein ganz wichtiger elementarer Faktor für diesen Wandel und für die Aufklärung. Die Naturwissenschaften, die in stetiger Spannung mit der Kirche hinter die Fassade schauten. Wir hatten auch Descartes Skeptizismus angesprochen. Die Naturwissenschaften gewinnen also nach und nach die Oberhand und es folgte die stetige Auflösung Gottes, vor allem dann auch mit der Säkularisierung. Wir haben uns dezidiert Francis Bacon angeschaut, als eigentlich den geistigen Begründer der empirischen Naturwissenschaften und damit auch dieses Paradigmenwechsels. Natur wird nicht mehr einfach im Ruhezustand beobachtet, sondern soll im Verhältnis mit den Menschen unterworfen werden, wirklich unterworfen. Francis Bacon hatte ja die rationale Beherrschung der Natur erwähnt. Oder er sagt auch zum Beispiel, ich zitiere, die Natur soll durch die Tätigkeiten des Menschen aus ihrem Zustand gedrängt und geformt werden. Wir haben also einerseits die freien Wissenschaften, die ist frei von theologischen Zwängen, wie sie noch im Mittelalter zu Zeiten der Scholastik bei Thomas von Aquin zum Beispiel herrschen. Wir haben aber auch einen krassen Fokus darauf, dass sich die Menschen die Natur zu eigen machen sollen. Francis Bacon möchte dann weniger Theorie in der Wissenschaft, mehr Praxis. Er möchte einen Entdeckergeist fördern, er möchte weniger Intellektualität, mehr praktisch, sinnliches, empirisches Denken, mehr Kausalitäten. Aber nicht nur das. Francis Bacon sieht eben auch schon eine Verbindung zum Rationalen. Denn der Stoff wird, ich zitiere, im Gedächtnis verankert und verändert und verarbeitet. Also man beobachtet, aber man muss das dann trotzdem formalisieren mit Hilfe logischer Regeln wie eben Induktion oder Deduktion. Francis Bacon sieht aber vor allem auch keinen Telos mehr, er sieht keinen letzten Grund. Er sieht eine Beherrschung der Natur und er sieht vor allem das wesentliche Interesse der Menschen an dem Wie der Natur und nicht an dem Warum. Also, es soll nicht mehr um die Frage gehen, warum es die Natur gibt, ob es einen Schöpfer geben könnte, ob es Gott geben könnte, sondern es soll darum gehen, wie funktioniert denn die Natur und was kann man dann damit machen? Wie kann der Mensch sich das zu eigen machen? Die Bedeutung von Francis Bacon ist auch ziemlich groß, denn Immanuel Kant stellt in seiner Kritik der reinen Vernunft ein Zitat von Francis Bacon als Motto voran. Und Francis Bacon hat dann also diese Analyse der Natur, ja, diese empirisch-wissenschaftliche Methode begründet, den Empirismus, also die Sinneserfahrungen als das A und O, als der Maßstab, als die Quelle des Wissens, was dann natürlich auch prägend war für spätere Empiristen wie Locke oder David Hume. Das Ziel war die Autonomie der Menschen, die in die Lage versetzt werden sollten, die Maßstäbe ihres Denkens, Handelns und Zusammenlebens selbst zu bestimmen. Interessanter Side-Fact noch am Rande, denn gerade in England galt das ganze Interesse eben aufgrund von Bacons Einfluss auf dieser empirischen Methode. Und das wird auch mit als Grund von HistorikerInnen gesehen, dass gerade in England die Dampfmaschine erfunden wurde. Also dass gerade ganz, ganz viele bahnbrechende Entdeckungen, dass auch Isaac Newton zum Beispiel war ja auch Brite, dass ganz, ganz viel dann in England in dieser Hinsicht passierte und auch die ganze industrielle Revolution dann, die ja auch im 18. Jahrhundert stattfand, dass die auch
durch Francis Bacon mit initiiert wurde. Also das ist nochmal eine ganz, ganz wichtige Verbindung im Denken. Wir kennen alle die Dampfmaschine, wir kennen alle die industrielle Revolution. Und wir wissen auch, dass das in England passiert ist. Und jetzt wissen wir aber auch, wer in gewisser Weise dafür verantwortlich gemacht wurde oder wer das alles initiiert hat. Die Probleme und Schwierigkeiten müssen wir aber auch noch erwähnen. Zunächst kurz am Rande, das soll hier nicht Hauptthema sein. Francis Bacon war wohl charakterlich sehr problematisch, er war wohl machthungrig und moralisch verworfen, er war selber auch kein guter Wissenschaftler, er hatte keine Ahnung von Mathematik, er propagierte also die Praxis, war selber aber eher ein besserer Theoretiker. Und wichtig ist dann vor allem auch die Warnung oder auch die Skepsis, die einige auch noch heute schreibende DenkerInnen den Naturwissenschaften entgegenwerfen, nämlich die große Bedrohung, die von ihnen ausgeht. Die Atombombe, moderne Waffensysteme sind eben auch Teil dieser Gleichung der Beherrschung der Natur und der voranschreitenden Erkennung physikalischer Gesetzmäßigkeit. Außerdem wird diesem ganzen Zeitraum auch ein Vergessen des Seins mitgegeben. Unter dem Schlagwort, das habe ich jetzt einfach so notiert, für mich mehr Physik statt Metaphysik. Philosophisch ist das Ganze sogar auch problematisch wegen des Induktionsproblems, das David Hume dann später postulierte. Darauf kommen wir in einer späteren Spezialfolge auch nochmal zurück. Nur ganz kurz Induktionsproblem David Hume. Es gibt nach David Hume keine absolute Garantie über Voraussagen, über Vorhersagen. Beispiel, wenn ich 100 Mal beobachtet habe, dass eine Kugel auf den Boden fällt, wenn ich sie aus meiner Hand nach unten werfe, weiß ich es für das 101. Mal nicht mit 100%iger Garantie. Also ich habe 100 Mal diese Kugel auf den Boden geworfen und weiß immer, ja, durch die Raumkrümmung, Einstein, durch die Gravitation, Newton, fällt die Kugel auf den Boden. Aber das gibt mir keine Garantie, dass es beim 101. Mal auch so ist. Es gibt mir nur eine Wahrscheinlichkeit. Es gibt keine Garantie. Also aus diesen 100 Einzelfällen kann ich nach David Hume nicht induzieren, dass es den Allgemeinfall gibt. Immer wenn ich die Kugel auf den Boden werfe, fällt sie runter. Induktionsproblem ist ein ganz, ganz wichtiges Thema in der Wissenschaftsphilosophie und gerade auch der Empirismus kann damit eben stark angegriffen werden. Stark kritisiert wird außerdem die Objektifizierung der Naturwissenschaften. Also heutzutage wird auch ganz, ganz stark berücksichtigt die Situiertheit des Wissens. Also wer macht zu welchem Zweck etwas? Das führt dann auch zum Androzentrismus. Also dazu, dass alle wissenschaftliche Erkenntnis von Männern für Männer gemacht werden. Soll hier am Rande erwähnt werden, sind wichtige Punkte und auch Kritikpunkte an der Wissenschaft an sich. Und das Ganze führt dann auch zu einer Kritik an der gesamten Aufklärung. Dazu kommen wir in der Folge zur Aufklärung dann nochmal zurück. Bacon hat also als kurzes Fazit, trotz aller Schwierigkeiten und Probleme, hat er ein neues Tor aufgestoßen und hat mit vielen, vielen Vorurteilen gebrochen. Und diese naturwissenschaftlichen, gesellschaftlichen Veränderungen, die in dieser Zeit stattfanden, die prägen unser Leben bis heute. Also die Entdeckungen von Kompass, die Entdeckungen der physikalischen Gesetzmäßigkeiten, Kepler, heliozentrisches Weltbild, diese beiden Beispielbürger, die ich vorhin erwähnt hatte. Wir können uns mit dem von 1733 viel stärker identifizieren als mit dem von 1600. Das sagt so viel aus darüber, wie unsere heutige Denkweise geprägt wurde von den Veränderungen, die damals zwischen 1500 und 1800 stattfanden, geprägt wurde. Das ist total faszinierend und total spannend, hat aber natürlich auch diese negativen Komponenten, die ich gerade schon erwähnt habe. Kommen wir zum Schluss. Nächstes Mal besprechen wir dann in aller Ausführlichkeit Voltaire und auch Émilie du Châtelet. Das heißt, nächstes Mal geht es dann wieder ganz klassisch um einen Philosophen, um eine Philosophin mit Biografie und mit ihren philosophischen Theorien, vor allem auch im Hinblick dann auf die Aufklärung, die wir uns dann vor allem philosophisch betrachten. Denn die Historie, die Geschichte, die Gesellschaft und die Naturwissenschaften, alles das, was im Hintergrund stattfand, das haben wir uns jetzt in dieser Folge anschauen können. Das 18. Jahrhundert gilt mit der Aufklärung der Französischen Revolution als Höhepunkt des jahrhundertelangen Säkularisierungs- und Rationalisierungsprozesses,
der europäischen Geistesgeschichte. Das Ganze gepaart mit der Entstehung des arbeitsteilig organisierten und wettbewerbsorientierten Wirtschaftssystems. Das soll nur nochmal die Bedeutung des 18. Jahrhunderts hervorheben. Das Abschlusszitat, und damit bedanke ich mich für eure Aufmerksamkeit. Ich hoffe, es war nicht sehr unverständlich, die vielen Namen, die vielen Jahreszahlen. Ich habe dann versucht, nochmal einen Überblick hineinzukriegen. Aber aufgrund dieser Vielzahl der Personen, der Vielzahl der wichtigen Leute zur damaligen Zeit, musste ich versuchen, so gut wie es geht, fast alles irgendwie mit reinzukriegen. Ich danke für eure Aufmerksamkeit. Ich erinnere nochmal an PayPal und an YouTube. Ihr könnt auch gerne mit uns in Kontakt treten über die E-Mail-Adresse cogitamus@posteo.de oder eben über YouTube in den Kommentaren mit uns schreiben. Demnächst folgen dann eben die Episoden zu Voltaire und wir machen dann auch weiter in der Jahresreihe zur politischen Philosophie dann mit dem nächsten Thema der Klimagerechtigkeit. Dankeschön für eure Aufmerksamkeit. Das Abschlusszitat stammt heute aus einem Werk zur Philosophiegeschichte und soll stellvertretend stehen für die Aufklärung und auch für die negativen Aspekte. Trotz der waghalsigen Entwicklung und des in vielerlei Hinsicht positiven und fesselnden Emporkommens der Vernunft stellen eben die Veränderungen im 18. Jahrhundert in der Aufklärung auch kritikbedürftige Dinge in den Vordergrund. Das war noch ein Satz von mir und jetzt zitiere ich das Abschlusszitat. Danke für eure Aufmerksamkeit. Ich zitiere und damit bis demnächst. Ihr habt Cogitamus, den Podcast für Philosophie und Gesellschaft, gehört. Bereits Rousseau glaubte, einen inneren Widerspruch der Aufklärung entdeckt zu haben, der seiner Auffassung nach in einer Schere zwischen technisch-wissenschaftlichem Fortschritt und moralisch-politischem Niedergang bestand. Diese Denkfigur ähnelt der Dialektik der Aufklärung, der zufolge im Programm der Aufklärung die Katastrophen des 20. Jahrhunderts angelegt seien. Nach den Erfahrungen von zwei Weltkriegen und Auschwitz glaubten Horkheimer und Adorno, in der einseitigen Naturbeherrschung seit den Anfängen der abendländischen Kultur eine Ursache für die Selbstzerstörung der Vernunft gefunden zu haben.